Hamburg 1922. Fußball ist der neue Trendsport in der Hansestadt. Ein Verein ist besonders gut. Der Hamburger SV ist eine der besten Mannschaften Deutschlands. Die Stärke des Teams liegt in der Mischung aus filigranen Künstlern und Haudegen wie ihm hier. Hans Martens, der 2-Meter-Torwart, ist für seine Sprungstärke bekannt. Im Mittelfeld zieht der norwegische Nationalspieler Asbjørn Halvorsen die Fäden. Und im Sturm spielt Otto Harder, Spitzname Tull. Der bullige Angreifer schießt fast in jedem Spiel ein Tor. Und so eilt die Mannschaft von Sieg zu Sieg. Es gibt fast keinen Gegner, den die Hamburger nicht schlagen. 1922 erreicht der HSV zum ersten Mal die Playoffs zur deutschen Meisterschaft. Im Viertelfinale siegt er gegen den FC Titania Stettin aus Pommern mit 5:0. Im Halbfinale heißt es dann 4:0 gegen den FC Wacker München. Dann ist es endlich geschafft. Der HSV steht souverän im Finale. Doch dort wartet ein echter Brocken. Es ist der Titelverteidiger 1. FC Nürnberg. Nach 90 Minuten steht es 2:2, Verlängerung. Weil es damals noch kein Elfmeterschießen gibt, müssen die Spieler so lange spielen, bis ein Tor fällt. Egal wie lange, Kampf bis zum Umfallen. 120 Minuten, 130, 140. Die ersten Spieler können kaum mehr laufen, aber keiner will verlieren. 150 Minuten sind gespielt, dann 160, 170. Erst als die Sonne untergeht und die Spieler nichts mehr sehen, wird abgepfiffen. Nach 189 Minuten. Totale Erschöpfung, selbst beim Schiri. Der Schiedsrichter lag plötzlich auf dem Boden. Ich lief hin und sagte, Doktor, was ist los? Sagt der Mensch, Kron, ich habe einen Krampf, ich kann nicht mehr laufen. 7 Wochen später gibt es ein Wiederholungsspiel. Wieder ist es ein verbissener Kampf, wieder gibt es Verlängerung. Doch dann müssen 2 Nürnberger mit Rot vom Feld, 2 weitere verletzen sich. Sie sind nur noch zu siebt. Spielabbruch. Die Nürnberger werden disqualifiziert. Der HSV wird zum deutschen Meister erklärt, per Entscheidung am grünen Tisch. Der Jubel in Hamburg ist riesig. Doch Nürnberg legt Protest ein. Es wird wochenlang verhandelt, ohne Ergebnis. Schließlich verzichten die Hamburger auf den Titel. Aus dem Grunde, dass der HSV sich einfach auf den Schlips getreten fühlte. Und da gab es wohl dann auch eine sehr emotionale Reaktion des Vereinsvertreters, der einfach auf den Tisch gehauen hat und hat gesagt, so, dann verzichten wir halt, dann ist es so. Guten Tag, auf Wiedersehen. Der Pokal ist erstmal futsch. Doch ein Jahr später ist es endlich soweit. 1923 steht das Team nämlich wieder im Finale und gewinnt mit 3:0. Zum ersten Mal ist der HSV deutscher Meister.